Salate, Sushi und Fertiggerichte. Böse Überraschung beim schnellen Essen aus dem Supermarkt. Ich muss auch schon lachen, das ist ja wirklich so. Ich meine, es kauft ja irgendjemand, ne? Das schmeckt tatsächlich, wie es aussieht. Fastfood-Restaurants und ihre Masche mit vegan und vegetarisch. Was da wirklich drin steckt. Das ist ein gesundheitliches Drama, wenn man sich das anschaut. Und Gewinnmargen, wie Unternehmen mit überteuerten Produkten dreist Kasse machen. Hier, das ist ja wohl der Hammer. Du könntest 12 Sandwiches zum Preis von dem einen machen und das ist schon krass. Die Tricks mit Essen to go. Schnelles Essen für unterwegs, ein Milliardengeschäft. To-go-Gerichte kaufen Menschen in Deutschland am häufigsten im Supermarkt. Am liebsten Salate, Sandwiches, Wraps oder Sushi. Und zugegeben, wenn es während unserer Dreharbeiten mal wieder schnell gehen muss, gibt's auch für mein Team und mich öfter mal den Snack auf die Hand. Ja, lasst euch mal schmecken, ne? To-go-Essen, ein Trend unserer schnelllebigen Zeit. Wir finden es heute an fast jeder Ecke. Was kaufen die Leute am häufigsten? McDonald's, Döner, Kebab, Salat. Das rote Thai-Curry. Ich glaube, eine Pizza, ne? Ja, Fruchtsalat, Obst, ne? Genau. Obst. Sushi. Und was ist denn mit sowas hier zwischendurch? Ja, geht auch. Ach was, wirklich hier einen auf Obstsalat machen, aber ja, dann mit dem Curry King um die Ecke kommen. Ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Und zwar würde ich Sie bitten, diese Produkte hier, wie sie da stehen, in eine Reihenfolge zu bringen. Also welches dieser Produkte hat am meisten Kalorien, bitte hier. Und welches der Produkte am wenigsten Kalorien, bitte hier. Wohlgemerkt, gemessen auf 100 Gramm. Pommes und Kartoffeln, aber mit Öl? Die Sachen schon mal erstmal nach da. Voll also genau. Wenig Kalorien, das, okay. Das ist okay. Genau, ich glaube, das ist relativ harmlos sogar. Das ist Sandwich mit Käse, Rucola-Creme und Karotte. Mhm. Also Big Mac ist, glaube ich, der absolute Burner. Viertel des Tagesbedarfs, ungefähr so, glaube ich. Und dann wenig ist da. Den würde ich mal da einsetzen. Den mal nach da. So. Vielleicht die Pommes noch mal auf Platz Nummer 1. Und dann den Big Mac. Ich meine, da hast du eigentlich ein bisschen Salat noch dabei. So, also? Ja, so in etwa. Stimmt eigentlich gar nichts. Nein. Ehrlich, alles falsch? Ich muss eigentlich alles einmal umdrehen. Nein! Ehrlich? Das Käse-Sandwich hat zusammen mit dem Leerdammer-Sandwich am meisten. Die Currywurst am wenigsten. Hat am wenigsten. Ja, das überrascht mich jetzt. Das ist die Reihenfolge. Nach Kalorien pro 100 Gramm. Einige To-Go-Gerichte aus dem Supermarkt und vom Bäcker sind also echte Kalorienbomben. Sogar mehr als klassisches Fastfood. Ernährungswissenschaftlerin Heike Lemberger überrascht das nicht. Was Sie verglichen haben, sind die Kalorien auf 100 Gramm. Ja. Und wenn ein Lebensmittel wenig Wasser enthält, dann enthält es eben auch viel Kilokalorien auf 100 Gramm. Jetzt sieht es so aus, in Wurst, Frikadellen und in der Kartoffel haben wir ungefähr noch 60-70% Wasser. Mhm. In Getreideprodukte, auch im Käse, haben wir gerade vielleicht noch mal 40% Wasser. Das heißt mit anderen Worten, es ist kalorienreich bezogen auf 100 Gramm. Zum Schluss kommt es ja darauf an, wie viele Vitamine, Nährstoffe nehme ich eigentlich auf. Habe ich tolles Fett mit dabei oder hochwertiges Eiweiß? Und da schneidet definitiv so ein Fitnessbrötchen mit Sonnenblumenkerne und Käse und ein bisschen Tomaten deutlich besser ab als im Vergleich zu einer Currywurst mit einer ganz langen Zutatenliste. Gesunde Zutaten, die sind vielen auch bei To-Go-Produkten wichtig. Und es gibt so einige Werbeversprechen, die den Kunden ein gutes Gefühl geben sollen. Bio. Ohne Zusatzstoffe. 100% natürlich. Gutes Essen. Aber wie gut ist die Qualität wirklich? Und was steckt noch an Vitaminen drin? Das Gesundversprechen. Wir machen eine Stichprobe und kaufen ein. Sushi und Salate. Dazu noch Tellergerichte zum Warmmachen und zum Nachtisch Obstsalat.
Jeweils ein Exemplar geben wir zur Überprüfung des Vitamingehalts ins Labor. Außerdem lassen wir die Produkte auf Keime untersuchen. Mit einem zweiten Exemplar unseres To-Go-Essens fahren wir nach Gnarrenburg in Niedersachsen zu Gastronom Ulf Ahrens. Der gelernte Koch legt Wert auf frische und gesunde Zutaten. Ulf, was für eine Erwartungshaltung hast du jetzt hier, wenn du das dir anguckst? Es soll frisch sein, es soll gut riechen. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Am Ende sind es ja Produkte, bei denen wir auch in der Küche vorsichtig sind, weil sie eben leicht verderblich sind. Mhm. Die sind jetzt hier verpackt und haltbar gemacht, ja. Aber das ist ja die Frage, leidet das Produkt am Ende drunter oder kriegen wir trotzdem ein frisches, tolles Produkt? Qualitätskontrolle mit Hiller und Ahrens. Los geht's. Zuerst der Salat von Penny für 1,99 Euro. Erster Eindruck. Also die Tomaten riechen ganz gut. Ja, ansehnlich ist nicht sonderlich. Ne? Aber jetzt der Salat, so jetzt erstmal, es ist keine schlechte Stelle zu erkennen. Und der Edeka-Salat für 50 Cent mehr mit Thunfisch? Ja, also gut riechen tut er, muss ich sagen. Riecht schön frisch. Also auch durch den Lauch wahrscheinlich ein angenehmer Geruch. Aber guck mal, im Vergleich zu dem, von der Vielfalt her, ja, ist das da ist Mais drin, Paprika drin, Möhren drin, das ist hier alles nicht. Wesentlich ansehnlicher, das muss ich auch sagen, ja. Zum Schluss Rewe mit 4,89 Euro, der teuerste. Guck dir mal diese Radieschen an. Ja. Total trocken hier. Ja gut, der liegt wohl schon ein bisschen länger oben drauf. Wird auch so ein bisschen bräunlich, ne? Und trocken. Guck mal drunter an die Tomate. Ja, sieht nicht besser aus. Der Hersteller erklärt uns auf Anfrage, die Verpackung besitze keine Schutzatmosphäre. Daher lässt sich ein leichtes Austrocknen einzelner Komponenten leider nicht ganz vermeiden. Vergammelte Stellen finden wir bei keinem der Salate. Die Frische also zumindest optisch ganz okay. Und der Geschmack? Oh, die Soße, die haut halt alles kaputt, ne? Ja. Boah, scharf auch, ne? Also so essigscharf. Mhm. Aber auch der Käse, muss ich leider sagen, ist... Ist Käse. Ist Käse. Das schmeckt wirklich original nach Wonix. Bei Rewe muss das Dressing extra dazu gekauft werden. Das schmeckt nach nichts. Das ist schon natürlich jetzt eine Enttäuschung. Ne? Also ich sag mal, wenn ich mir so einen Salat kaufe, erwarte ich jetzt ja auch so ein bisschen diesen Olivenduft und den Geschmack. Und ja, also die schmecken wirklich komplett neutral. Und der Edeka-Salat für 2,49 Euro. Du machst den Thunfisch drüber, schmeckst halt den Thunfisch. Genau, ne? Richtig, stimmt. So, und damit ist es auch erledigt. Das andere schmeckst du da unter sowieso nicht draus. Trotzdem finde ich das noch am stimmigsten, sag ich mal. Eben hatte ich das Gefühl, ich will nicht weiter essen. Hier würde ich schon 2-3 Gabeln von essen. Als nächstes das Sushi. Von Aldi. Die Lidl-Packung für 2 Personen. Und von Rewe. Wir probieren uns durch alle 3 Boxen. Ja, kannst du machen. Kannst du lassen. Ja. Ich glaube, an Frische ist das ist nicht das Problem. Da bin ich schon mal beruhigt. Da hatte ich wirklich am meisten Angst vor. Aber ich glaube, wenn man wirklich gerne Sushi isst und da vielleicht auch schon 1 oder 2 Restaurants ausprobiert hat, dann wird man schon enttäuschter mit so einer Box. Punktet das Sushi dann wenigstens in Sachen Gesundheit? Fisch, Gemüse, Reis, was soll man damit schon falsch machen? Bei Sushi denke ich immer, es wenigstens ein bisschen gesund. Dann schaue ich allerdings auf die Zutatenliste und die geht von hier nach Timbuktu. Ewig lang. Ja, je länger eine Zutatenliste ist, desto seltener sollte man Lebensmittel essen. Oder je kürzer eine Zutatenliste, desto gesünder. Und die Frage ist, was macht der Körper mit diesen Konservierungsstoffen, mit den Farbstoffen, mit den Feuchthaltemitteln? Es gibt halt immer wieder Verdachtsmomente, dass es empfindliche Menschen gibt, die so etwas essen und sagen, sie bekommen Blähungen, Durchfall, Hautausschläge. Und daher gesehen vermutet man schon, dass diese ganzen Zusatzstoffe generell nicht gesund sind. Die 3 Fertiggerichte kommen mit einer besonders gesunden Aufmachung daher. Wirkt auf den ersten Blick vielversprechend. Bio-vegan steht hier drauf, viel gut oder die Marke Du darfst. Ja. Klingt, als ob es recht gesund wäre. Ist es das auch? Nein, also so richtig gesund sind sie nicht, weil das sieht man schon auch wieder an der langen Zutatenliste. Mit Maisstärke, mit Verdickungsmitteln. Bei diesem Produkt, wenn man es genauer anschaut, genauso. Es ist eben auch ein Antioxidationsmittel. Bei Reisfit, muss ich dazu sagen, da ist die Zutatenliste kürzer, aber zum Schluss kommt eben auch natürliches Aroma. Und wenn es auch bio und vegan daherkommt, würden Sie das nicht empfehlen? Auch wenn es bio ist, das heißt ja nichts anderes, dass zum Beispiel jetzt irgendwie die Maisstärke oder die Erbse vielleicht jetzt biologisch angebaut ist, aber es bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass sie dann ausschließlich gesund ist. Und wie schmecken die Mikrowellengerichte?
Wir bereiten alle drei Produkte nach Anleitung auf der Verpackung zu. Los geht's mit der Bohnen-Chia-Mischung von Reisfit. So einen leichten, tomatigen, so ein bisschen säuerlichen Geschmack durch die Tomate wahrscheinlich. Aber ich mag diese Konsistenz auch überhaupt nicht. Komm, wir gehen schnell zum nächsten. Das Kichererbsen-Curry von Du Darfst für 1,99 Euro. Ich muss auch schon lachen, das ist ja wirklich so. Ich meine, es kauft ja irgendjemand, ne? Das schmeckt tatsächlich, wie es aussieht. Das schmeckt auch wirklich nicht, das ist überhaupt nicht lecker. Und stell dir mal so einen Curry vor, also diese Frische, die so ein Curry hat und vielleicht auch ein bisschen Raffinesse. Also es ist halt sehr platt. Du darfst es ruhig stehen lassen. Ja. Der Hersteller begründet den faden Geschmack mit dem geringen Salzgehalt. Die Rezepturen würden den von diversen Gesundheitsorganisationen empfohlenen Salzgehalt von maximal 3 Gramm pro Portion einhalten. So, ich setze jetzt alles auf unseren letzten Kandidaten. Bio und vegan. Mhm. Die Schärfe hat's, ne? Mhm. Ist geschmacklich, muss man sagen, hat zumindest ein bisschen Pfiff. Ja. Ne? Zum Nachtisch gibt es Obstsalat. Zuerst den von Rewe. Ja, es riecht jetzt nicht gammelig, aber optisch mit der Kiwi. Kiwi sieht nicht frisch aus. Das muss man klar sagen. Der Hersteller schreibt, man setze ausschließlich festes Obst ein. Eine kleine Druckstelle könne jedoch bis zum Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu einer Veränderung der Produktbeschaffenheit führen. Der Obstsalat von Kaufland ist insgesamt okay. Der von Edeka wirkt schon von außen am frischesten. Mmh, die Erdbeere. Ananas auch super. Ja, Ananas super. Erdbeere super. Mhm. Kann man gut sagen, ne? Nein, gar nicht. Ist echt sehr gut. Mhm. Überhaupt nicht zu beanstanden, gar nicht. 0,0. Alle Obstsalate haben wir im Labor auf den Vitamingehalt untersuchen lassen. Das Ergebnis wertet Heike Lemberger für uns aus. Das sind spannende Werte. Also sie haben hauptsächlich Vitamin C analysieren lassen. Und da kommt ungefähr bei den zwei hier, kommt ungefähr auf 100 Gramm 30 Milligramm Vitamin C raus. Das ist relativ viel. Das ist vergleichbar auch mit den frischen Produkten. Und in einem Produkt ist tatsächlich relativ wenig Vitamin C analysiert worden. Und zwar in dem von Edeka, der von außen am frischesten wirkte. Nur 8,61 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm. Bei den anderen beiden fast viermal so viel. Edeka schreibt uns dazu nur allgemein, die Obstschalen werden täglich frisch hergestellt. Je nach Zusammensetzung kann der Vitamingehalt von Packung zu Packung schwanken. Kommen wir zum Salat. Da haben wir ja auch eine Vitaminanalyse gemacht. Wie ist die ausgefallen? Das eine ist Vitamin C, das eben sehr wichtig ist fürs Immunsystem. Da sieht es tatsächlich so aus, dass 40% weniger Vitamin C in diesen Fertigsalaten enthalten ist. Oh. Genau, aber noch schlimmer oder gravierender ist es eigentlich bezogen jetzt auf die Folsäure. Folsäure ist wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit. Mhm. Und da habe ich sogar 60-70% weniger Folsäure im Vergleich zu frischen Lebensmitteln. Also da muss man sagen, sind die Unterschiede doch sehr gravierend. Auch in den Fertiggerichten stecken deutlich weniger Vitamine drin, als die Zutaten frisch haben. Der größte Verlust beim Thai-Curry mit rund 85% weniger Vitamin C und etwa 2/3 weniger Vitamin E. Der Hersteller begründet den Vitaminverlust mit dem Haltbarmachen des Gerichts. Die Erhitzung der Produkte führt leider zu einer gewissen Reduzierung des Vitamingehaltes. Man arbeite bereits an einem neuen Kochverfahren, um den Erhalt an Vitaminen zu verbessern. Ungekochte Lebensmittel sind anfällig für Keime. Wie belastet sind die Produkte aus unserer Stichprobe? Das Laborergebnis. Der Salat von Rewe hat eine hohe Gesamtkeimzahl. Der von Penny viele Sporen eines Bakteriums, das sich bei längerer Lagerung stark ausbreiten könnte. Gesetzliche Warnwerte überschreiten beide hierbei aber nicht. Der Obstsalat von Rewe übersteigt einen Richtwert, den die Deutsche Gesellschaft für Hygiene festgelegt hat, erklärt uns Laborleiter Dieter Stanislawski.
Schauen wir mal auf den Rewe-Obstsalat. Da gibt es eine Richtwertüberschreitung. Was bedeutet das? Der Richtwert ist der Wert, wo eigentlich der Hersteller eingreifen muss und eine Ursachenanalyse machen muss. Das heißt, warum ist das so? Es ist nicht normal, gelbe Ampel. Nicht? Gucken, was ist das eigentlich? So, und dort haben wir über 10.000 Darmbakterien nachgewiesen und auch Hefen. Wie ist das Ergebnis zu bewerten? Dass wir, sag ich mal, über 100.000 Hefen dort drin haben, das ist mit Sicherheit nicht normal. Ich würde das beurteilen als eine mangelnde Hygiene beim Herstellen des Obstsalates. Das könnte bei sehr empfindlichen Menschen Bauchschmerzen oder schlimmstenfalls Durchfall auslösen. Der Hersteller schreibt uns, das Bakterienwachstum sei abhängig von der Rohware sowie von der Hygiene während der Verarbeitung. Nach unserem Hinweis habe man die interne Produktion überprüft. Abweichungen von den Hygiene- oder Produktionsrichtlinien wurden hierbei nicht festgestellt. Die Sushi-Boxen schneiden in der Keimanalyse am besten ab. Alle Laborwerte sind unauffällig. Das Essen aus Fastfood-Restaurants liegt in Deutschland auf der Beliebtheitsskala auf Platz 3, direkt hinter Snacks aus Supermärkten und vom Bäcker. Allein die Branchengiganten McDonald's und Burger King machen in Deutschland zusammen jährlich einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro. Wie oft gehen Sie denn zum McDonald's? Zweimal im Monat. Einfach so, wenn ich mal was Deftiges brauche. Wir waren heute auf der Suche nach einem ganz normalen Pommes und dann fällt dann natürlich McDonald's irgendwo ein. Die haben ein tolles Konzept, kann man ja nicht anders sagen. Nämlich? Es macht süchtig. Magst du McDonald's essen? Ja, aber eigentlich esse ich immer bei Burger King. Die Portionsgrößen in Fastfood-Restaurants werden nachweislich immer größer. Dabei wissen die meisten von uns, die fettigen Menüs sind alles andere als gesund. Auf Dauer ein Imageproblem für McDonald's, Burger King und Co. Deshalb greifen die Fastfood-Giganten immer öfter zur Gesundmasche. Eine moderne, durchdesignte Inneneinrichtung, digitale Menüanzeigen, Selbstbesteller-Terminals. Das alles soll den Besuch beim Branchenführer McDonald's so angenehm wie möglich machen und ein gutes Gefühl geben, sagt Markensoziologe Professor Arne Ziesche. In der Gesellschaft geht es ja immer mehr hin Richtung gesunder Ernährung. Wie schafft es McDonald's, dass ich quasi schon bei der Bestellung eigentlich kein schlechtes Gewissen mehr habe? Zum Beispiel diese Self-Service-Terminals, an denen ich dann sitzen kann und mir mein ungesündestes Menü meines Lebens zusammenstellen kann. Es ist natürlich was anderes, wenn ich zum Verkäufer direkt sage, 7 Doppelwopper mit Käse. So kann ich das ein bisschen umgehen. Auf der LED-Anzeige am Tresen werden gesunde Burgerzutaten wie Salat farblich hervorgehoben. So stechen sie den Kundinnen und Kunden sofort ins Auge. Ist das Zufall? Das ist mit Sicherheit überhaupt kein Zufall, denn das Gefühl soll ja vermittelt werden, dass ein Burger an sich ein vollwertiges, gesundes Essen ist. Und da ist klar, dass ich das Gesündeste, was ich an diesem ganzen Burger habe, das lege ich natürlich in den Vordergrund. Und wenn ich hier dann so weiter gucke, sehe ich links neben dem großen Burger mit dem Riesensalatblatt auch noch eine Flasche Wasser und einen Salat. Ist ja auch eher gesund. Wahrscheinlich auch kein Zufall, dass das direkt daneben ist, oder? Es soll sich ja bei uns einhämmern, im wahrsten Sinne des Wortes, dass McDonald's eben auch andere Produkte auf der Karte hat. Ich meine, jeder kennt das Gefühl, aha, wenn ich jetzt das nehmen würde, würde ich mich deutlich gesünder ernähren. Aber nee, ich habe jetzt doch Bock auf die Pommes. Heute nicht, aber morgen mache ich das. Aber trotzdem erreicht die Firma natürlich psychologisch, dass sich bei mir festsetzt, naja, ich könnte da auch einen Apfel essen. Burger, Pommes und Co. liefern kaum Nährstoffe. Dafür jede Menge Kalorien und Zusatzstoffe. Wer dem entgehen will, greift in Fastfood-Restaurants zu vermeintlich gesünderen Alternativen. Und die gibt's immer mehr. Salat statt Pommes, Veggie statt Fleisch, Wrap statt Burger. Wir fragen Passanten in Hamburg, wie viele Kalorien haben die vermeintlich gesunden Alternativen im Vergleich zu klassischem Fastfood? Veggie gegen Fleisch, Salat gegen Pommes, Chicken Wrap gegen Big Mac. Wir wollen von Ihnen doch bitte die korrekte Zuordnung, was den Gesamtkaloriengehalt jeder einzelnen Portion betrifft. Nur mal so als Orientierung. Ja. Der Big Mac hat
503 Kalorien. Ja. Okay. Salat hatten wir wenig. Ja, hier. Salat hat nicht so viel Kalorien. Wir haben 295. Ja. Kommt die Pommes eventuell 619? Mhm. Das ist ein normaler Cheeseburger, ne? Ja, genau. Würde ich das mal so sehen. Und dann haben wir den Veggie-Burger. So. 295. Ich glaube, vielleicht ist das der Wrap. Dann der Cheeseburger. Nee, das ist hier ein vegetarischer. Ja, und der Fleisch hat mehr Kalorien. Also das würde dann ja, so genau. von Ihnen ja. gemeint. Tendenziell die vordere Reihe weniger als die hintere. Tendenziell ist das ja auch ein bisschen gesünder, ne? Ja. Macht Sinn. Ja. Ist nur leider komplett falsch. Was hat 619 Kalorien? Nein, was? Der Wrap hat so viel. Der Salat hat mehr Kalorien als die Pommes. Würde ich jetzt nicht von ausgehen. Hier, allein durch das grüne Papier denkt man ja schon irgendwie, ist besser. Das ist ja ausgetrickst. Nicht alles Veggie ist gesund, da gibt es auch viel Mist dabei, um das salopp zu sagen. Die großen Fastfood-Ketten setzen bei vermeintlich gesunden Alternativen immer öfter auf vegane und vegetarische Optionen. Burger King bietet inzwischen sogar alle Fleischvarianten auch mit vegetarischen Patties an. Alles für die Gesundheit der Kundschaft? Alle großen Fastfood-Ketten haben Angst, dass dieser Trend an ihnen vorbeigeht. Deswegen müssen sie jetzt alle beweisen, auch durchaus in der Auseinandersetzung miteinander, wer ist eigentlich der pflanzlichere von uns. Für mich zeigt es eben nur wieder, okay, da ist der Trend und wir müssen jetzt aufspringen. Das Veggie-Angebot, also mehr Marketing als Gesundheitsoffensive? Wir wollen von Dr. Matthias Riedel wissen, wie viel Gesundes tatsächlich in den vegetarischen Burgern steckt. Ich habe jetzt mal die Zutatenliste des McDonald's-Burgers mir besorgt und die hat doch eine beträchtliche Länge. Ja, das ist gigantisch. Ne? Sieht aus wie aus einem Chemielabor. Ja, ewig lang. Wenn man drauf schaut, da sind allein schon 8 Zusatzstoffe mit E-Nummern dabei. Und dann haben wir da Kleister, um das alles zusammen zu kitten. Wir haben aber auch Stabilisatoren drin. Wir sind auch Konservierungsstoffe drin, aber auch ein weiterer Zusatzstoff hier noch ist enthalten und der steht im Verdacht, die weißen Blutkörperchen in der Art bei uns zu verändern, dass das sich auf unsere Immunabwehr auswirken könnte. Das ist ein gesundheitliches Drama, wenn man sich das anschaut. McDonald's schreibt, ganz ohne Zusatzstoffe gehe es leider nicht. Vor allem dann, wenn auf vegane Alternativen zurückgegriffen wird. Bei Burger King dagegen gab es keine ausführliche Zutatenliste, aber wir haben diese Nährwerttabelle gefunden. Wie bewerten Sie die? Also erstmal eine Energiebombe mit fast 900 Kilokalorien. Das ist schon für den ganzen Tag über die Hälfte des Energiebedarfs einer normalen Frau. Dann haben wir einen enorm hohen Zuckergehalt und noch schlimmer ist es beim Salz. Da haben wir 5,8 Gramm allein in diesem Burger. Und empfohlen sind für den ganzen Tag maximal 5 Gramm. Also das ist nicht zum Verzehr empfohlen. Burger King schreibt, man biete eine große Auswahl an frischen Produkten und unterstütze seine Gäste durch Informationen zu Produktnährwerten in ihrer Entscheidung. Gesünder wollen die Fastfood-Riesen inzwischen auch bei den Kindermenüs sein. McDonald's erklärt auf seiner Webseite sogar, das Happy Meal möchte einen Beitrag zur gesunden Lebensweise leisten. Das Menü biete eine ausgewogene Ernährung, die schmeckt und Spaß macht. Schauen wir doch mal drauf. Pommes, Burger, Ketchup, ein Orangensaft und dann hier so ein Fruchtquetschi. Wie gesund ist das? Das ist ein Prototyp einer wirklich ungesunden Mahlzeit. Und wenn ich das Kindern häufiger gebe, dann haben sie eine große Wahrscheinlichkeit, krank zu werden und nicht nur übergewichtig. Wenn ich das aber einmal esse, dann hat das auch schon Auswirkungen auf die Psyche. Kinder werden dadurch eher zappeliger, unkonzentrierter, vielleicht ein bisschen aggressiver in der Tendenz. Und damit ist das noch nicht mal für den einmaligen Verzehr geeignet. Wie bewerten Sie es dann, dass McDonald's das als ausgewogene Ernährung bewirbt? Das ist Verbrauchertäuschung. McDonald's entgegnet, durch Kombinationsmöglichkeiten ließe sich das Happy Meal optimal an den individuellen Tagesbedarf des Kindes anpassen.
Wer als Kind an Fastfood gewöhnt wird, greift auch im Erwachsenenalter häufiger zu. Und das funktioniert seit Jahrzehnten so. Man ist auch geprägt aus der eigenen Kindheit. Das war damals was Besonderes, zu McDonald's zu gehen. Wir sind sonntags mit meinem Vater schwimmen gewesen. Und dann war es eigentlich so in der Regel, dass man dann einmal sich einen Burger holt. Ich glaube, wenn ich mal vom Zahnarzt gekommen bin und es gut gemacht habe. McDonald's als Belohnung? Ja. Und was gab's dann? So ein Happy Meal. Happy Meal. Happy Meal. Ja, Happy Meal, immer mit Spielzeug. McDonald's präsentiert sich im Internet als Unternehmen, das für verantwortungsbewusste Kinderwerbung steht. Man befolge strenge Auflagen bei allen Marketingaktivitäten für Kinder unter 12 Jahren. Doch reicht das aus, um sie vor zu viel Fastfood zu schützen? Wir treffen Tobias Efforts. Der Wirtschaftswissenschaftler hat eine mehrjährige Studie erstellt über Kinderwerbung für ungesunde Lebensmittel. Wie steht denn so McDonald's im Werbevergleich da? Es gehört auf jeden Fall das Unternehmen zu den Spitzenreitern, sowohl in der Fernsehwerbung als auch in der Internetwerbung. Nach verantwortungsvoller Werbung sieht das jedenfalls nicht für mich aus. Denn im Internet finden wir nicht nur eigene Posts. McDonald's lässt sich in Sachen Werbung auch gerne unterstützen. So schwärmen zahlreiche Influencer in ihren YouTube-Videos für das ungesunde Fastfood-Essen. Oh mein Gott, Leute, die Soße schmeckt so geil. Das ist so lecker. So, Freunde, jetzt haben wir hier die 6 Happy Meals stehen, beziehungsweise sie sind noch in der Tüte. Und die packen wir jetzt aus. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Ich sag's euch ehrlich, es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Es war super lustig. Macht das doch einfach mal mit Freunden. Man muss klar sagen, das Influencer-Marketing ist mit die effektivste Form des Kindermarketings, die aus meiner Sicht momentan existiert. Fließt denn da auch Geld? Ist das bezahlte Werbung? Teilweise. Über welche Summen redet man denn da? Ach, das sind schon üppige Salärs, würde ich mal schätzen. 5-stellige Salärs im Monat sind da schon drin. McDonald's gibt uns gegenüber zu, Influencer teilweise für ihre Werbung zu bezahlen. Man vermeide aber generell bei Online-Werbung und bei Influencer-Kooperationen im Speziellen, Kinder unter 13 Jahren anzusprechen. Welche Handlungsempfehlungen haben Sie denn jetzt an die Politik? Wir brauchen dringend ein Verbot für an Kinder gerichtetes Marketing für ungesunde Lebensmittel. Das heißt im Fernsehen, bei den Sendungen, wo sehr viele Kinder zusehen. Und im Internet auf den Seiten, wo sehr, sehr viele Kinder eben hinsurfen. Und das brauchen wir ganz dringend, um hier diesen flächendeckenden Einfluss, diesen permanenten Einfluss auf die Kinder zu unterbinden. Wir fragen beim Bundesministerium für Ernährung nach. Soll Werbung für ungesunde Kinderprodukte zukünftig strenger reguliert werden? Das Ministerium schreibt, man arbeite derzeit an einem Gesetzentwurf, nachdem es solche Werbung bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben darf. Wie das umgesetzt werden soll und wann, dazu keine Aussage. Übermäßiger Junkfood-Konsum macht gerade Kinder langfristig krank. Das gilt für Fastfood, aber auch für hochverarbeitete Fertigprodukte aus dem Supermarkt, sagt Zellbiologe Professor Thomas Bosch. Er forscht zu sogenannten Mikroben, den natürlichen Bakterien im Darm. Die sind wichtig für unsere Gesundheit. Das Hauptproblem, was ich sehe, sind Konservierungsstoffe. Die machen Nahrungsmittel haltbar. Das tun diese Konservierungsstoffe aber auch in unserem Körper. Die macht ja nicht nur den Muffin oder das andere haltbar, sondern diese Konservierungsstoffe gehen in unseren Körper, gehen in unseren Darm. Und da tun sie das, was sie tun sollen. Nämlich Mikroben am Wachstum oder sogar am Überleben verhindern. Und am Ende des Tages ist dann dieser Bakterienmix in unserem Körper anders. Und ich wundere mich immer, warum die Leute Lebensmittel zu sich nehmen, die eigentlich nicht wirklich Mittel zum Leben sind, sondern die eigentlich Mikrobenkiller sind. Was bedeutet das eigentlich für die Gesundheit der ganzen Gesellschaft? Das bedeutet, dass die Gesellschaft an einer Fülle von Krankheiten zu leiden beginnt, die es vor 70, 80 Jahren gar nicht gab. Durch hochverarbeitete Lebensmittel entstehen also ganz neue Volkskrankheiten. Besonders gefährdet sind Kinder, die schon in jungen Jahren übergewichtig sind.
Die Dickleibigkeit hat natürlich Folgekonsequenzen und hat Folgeschäden, zieht sie nach sich. Das ist zum Beispiel dann eben Diabetes mellitus, das sind Herz-Kreislauf-Schäden. Aber wir stellen auch fest, dass natürlich neurodegenerative Erkrankungen zunehmen. Und wenn wir, und da denke ich jetzt besonders an Hauterkrankungen wie die Neurodermatitis. Und das hilft ja nichts, wenn wir heute 80, 90 Jahre alt werden können, was unsere Vorfahren nie konnten, aber dann einen großen Teil dieser Lebensspanne in einem Krankheitszustand haben. Wir haben es also selbst in der Hand, gesund zu leben. Natürliche Lebensmittel, wenig Convenience-Produkte und kaum Fastfood. Der Verkauf von Fastfood bleibt dennoch ein Riesengeschäft. Allein Branchenführer McDonald's macht jedes Jahr einen Gewinn von rund 7,5 Milliarden US-Dollar. Ein fetter Ertrag, vor allem weil günstige Waren eingesetzt werden. Wir haben jetzt hier Chicken McNuggets mitgebracht. Was glauben Sie, wie hoch ist denn da der Fleischanteil? Ich sag so 60%, 50%. Nein, höher, würde ich sagen. 60. 70. 90%. Es sind tatsächlich nur 46%. Wow, ist krass, ne? 46, Wahnsinn. Wir unterhalten wir uns mal über die Pommes. Wenn wir großzügig sind, braucht man für diese Portion 2 Kartoffeln. McDonald's kauft Industriekartoffeln, die zahlen für die Kartoffeln vielleicht so 3 Cent. Was kostet wohl die kleine Pommes? Die kostet, glaube ich, 2 Euro, ne? 2,70 Euro. Gutes Geschäft. Weil das Öl ist ja jetzt. Das stimmt natürlich. So, anderes Beispiel. Coca-Cola wird gemixt aus Leitungswasser und Sirup, bisschen Kohlensäure rein und das Ganze wird verkauft für 3,49 Euro. Was kostet ein halben Liter Leitungswasser? 0,1 Cent. 1000% Gewinn oder so. Ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber irrsinnig viel, oder? Ja, klar, da müssten schon viele Mitarbeiter davon bezahlt werden und Mieten, dass das gerechtfertigt ist. Ja. Billige Rohstoffe teuer verkauft. Auch andere Hersteller tricksen so, nicht nur in Supermärkten, auch beim Bäcker. Der Gewinnmargentrick. Wie viel günstiger wird Essen to go, wenn man es einfach selbst macht? Für unseren Test kaufen wir Produkte aus Schnellrestaurants, vom Bäcker und aus dem Supermarkt. Und bringen alles zu Köchin Eliane Neubert. Elli, ich habe dir die Klassiker mitgebracht aus dem Fastfood-Bereich. Big Mac, den Whopper von Burger King, ein Sandwich von Subway, dann von der Bäckerei Junge ein belegtes Brötchen und ein Sandwich. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die aussehen. Und da habe ich was aus der Werbung mitgebracht, wie sie im Idealfall aussehen sollten. Zumindest mal die ersten drei. Schau mal. Oh. Also es ist alles da, was auch im Bild drauf ist. Also appetitlich sieht es nicht aus. Es ist ein bisschen farblos und ein bisschen trocken sieht es aus. Und dafür 5,10 Euro zu bezahlen. Finde ich mächtig. Wollen wir mal dem Whopper eine Chance geben? Mhm. Vom Burger King? Na? No. Bitteschön. Da hat man wenigstens was in der Hand hier. Der ist ordentlich. Ich finde, der sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen hübscher aus. Man sieht zumindest eine Tomate. Bisschen näher dran, ne? Das ist alles an der Stelle, wo es auch da ist. Bloß in etwas anderer Form. In anderer Farbe vor allen Dingen. Ja. Es ist einfach unrealistisch. Das ist ein bisschen zu schlimm und das ist ein bisschen zu schön. Irgendwo in der Mitte läge die Wahrheit, würde ich sagen. Jetzt das vegetarische Sandwich von Subway für 3,29 Euro. Das ist die Vorgabe aus der Werbung. So soll es aussehen. So sieht doch fast genauso aus. Boah, das sieht so unappetitlich aus. Es kannst du es gleich sofort wieder zumachen. Ey. Schauen wir uns mal noch die Brötchen von der Bäckerei Junge an. Was ich irgendwie so krass finde, ist, dass du denkst, oh schön, Tomate, Gurke und dann klappst du es auf und es ist genau eine Scheibe, die vorne am Rand liegt, damit es lecker aussieht. Und hier hinten hast du dann nur noch Butter oder höchstwahrscheinlich Margarine und Käse. Und das Salatblatt ist auch nur vorne übrigens. Zum Schluss das Sandwich von Rewe mit Bacon und Ei. Es ist noch fluffig, es ist nicht angetrocknet. Wie ist denn der Schinken verteilt? Auch wieder nur vorne und das Ei nur vorne? Ja, schon eigentlich. Ne? Ja, guck mal, also hier der unten ist gar nichts mehr. Ja, der ist ja hier oben. Hier oben geht er so einigermaßen bis hinten. Das Ei ist auch nur vorne eine kleine Scheibe. Ich finde dennoch, dass von dem, was mir versprochen wird und von dem, was ich dann am Schluss bekomme, wir hier am nächsten dran sind. Gucken wir mal auf den Preis. Um herauszufinden, wie groß die Gewinnmarge der Konzerne ist, müssen wir jetzt
jeden Burger und jeden Sandwich einzeln wiegen und zwar jede Komponente für sich. Das ist jetzt eine Fleißarbeit, aber da müssen wir jetzt durch. So können wir die Herstellungskosten für die Snacks berechnen. Ein Salatblatt und wie viel Soße ist da drauf? Ein Esslöffel vielleicht? Selbst die Gurkenscheiben, hauchdünn und mini klein. 10 Gramm Gurke. Wahnsinn. Lass uns doch jetzt mal versuchen, die Produkte nachzubauen mit Produkten aus dem Supermarkt und Discounter. Ja, total Discounter. Gerne. Da liegt ja schon einiges. Mal gucken, was die dann im Vergleich zu diesen Produkten hier kosten. Bin ich echt gespannt. Ja, let's go. Auch hier schreiben wir genau auf, wie teuer unsere Menge an Zutaten ist, die wir für das jeweilige Essen brauchen. So berechnen wir den Preis für unsere Do-it-yourself-Variante. Wir können schon mal festhalten, die selbstgemachten Produkte sehen auf jeden Fall schon mal besser aus. Und wenn wir jetzt uns den Preis angucken, dann wird auch ziemlich schnell klar. Da schlackern dir die Ohren, oder? Im Vergleich zu McDonald's kostet der selbstgemachte Burger ungefähr 3,5 Mal weniger. Genauso bei Burger King und dem Sandwich von Rewe. Das Brötchen vom Bäcker ist fast 5-mal so teuer wie das selbstgemachte. Hier, das ist ja wohl der Hammer bei Subway. Du könntest 12 Sandwiches zum Preis von dem einen machen und das bei den Preisen, die wir als Endverbraucher im Supermarkt zahlen und nicht bei den Preisen, die die Händler zahlen. Die haben ja noch niedrigere Preise. Ja, klar, weil die millionenfach produzieren. Das ist schon krass. Subway schreibt, man sei stolz darauf, hochwertige und frische Zutaten zu einem guten Preis anzubieten und habe eine der ausgewogensten und gesündesten Mahlzeiten im Markt. Jetzt mal unabhängig vom Preis, besonders gesund sind die Produkte ja nicht, oder? Nein, das ist viel Weißmehl, viel Fett, viel Zucker, weil das natürlich die Dinge sind, die günstige Sachen gut schmecken lassen. Gibt es denn auch gesundes Fastfood? Ja, ich habe da eine Idee im Kopf, wo wir das Verhältnis von viel Mehl zu wenig Gemüse einfach mal umkehren. Wir werden gleich Wraps machen. Dazu nehmen wir eine bunte Auswahl an Gemüse. Ein Ei. Auf den Dinkel-Vollkorn-Wrap streichen wir Hummus. Noch Feta dazu, nach Geschmack würzen und fertig. Fast Food, oder? Sehr fast. Und wie sieht es eigentlich aus mit dem Preis? Super, wir haben ausgerechnet 2,14 Euro. Also durch 2, 1,07 Euro für dich, 1,07 Euro für mich. Mhm. Und es ist Bio. Okay, das können wir lassen. Lohnt sich, ja, oder? Gut. Schnell ging's auch. Sehr gut. Die Fastfood-Industrie macht satte Gewinne. Um den Müll kümmern sich andere. Kosten, auf denen oft die Allgemeinheit sitzen bleibt. Achtlos weggeworfene Einwegverpackungen, verstopfte Mülleimer. Solche Bilder prägen unsere Innenstädte. Rund 770 Tonnen Abfall fallen allein in Deutschland täglich durch To-Go-Verpackungen an. Der Verpackungsärger. Morgens 5.30 Uhr. Wir sind unterwegs mit der Stadtreinigung Hamburg. Besonders um den Bereich der Fastfood-Restaurants, Coffeeshops und Bahnhöfe herum müssen die Mitarbeiter kiloweise Müll einsammeln. Kai Jansson ist zuständig für hunderte Abfalleimer und Mülltonnen im Innenstadtbereich. Einwegverpackungen führen bei der Entsorgung immer öfter zu Problemen. Die großen Pizzapappen. Die verstopfen uns natürlich die Eimer, weil die Leute die nicht klein machen. Das sind halt unsere Probleme. Und der Müll ist mit den Jahren stetig gewachsen. Jedes Jahr rund 2,8 Milliarden Trinkbecher und 3,8 Milliarden Essensboxen. Allein in Deutschland. Ein Ausweg aus der Müllmisere: Essen to go in Mehrwegbehältern. Als wiederverwendbares Pfandgeschirr. Das kauft man einmalig, diesen Becher und diese Bowl, und kann ihn in verschiedenen Läden auch wieder zurückgeben. Man ist nicht an ein Geschäft gebunden. Ja, das finde ich toll. Also das würden wir dann eventuell auch machen, wenn ich es wieder abgeben kann. Das ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wenn natürlich genug Läden mitmachen, dann klappt's. Ich glaube, dass man damit auch mehr Leute erreichen wird, wenn das Angebot einfach präsenter ist. Wir fahren nach Berlin. Hier treffen wir Elke Salzmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie kritisiert,
Die überwiegende Mehrheit der Gastronomen bietet kein Mehrweggeschirr an, obwohl sie dazu in der Lage wären. Wir haben die 26 umsatzstärksten Unternehmen im Takeaway-Bereich angeschrieben. Und da sieht man einen deutlichen Trend. Man versucht eher, Plastik zu vermeiden. Aber nur 2 von den befragten Unternehmen haben angegeben, dass sie in Zukunft Mehrweg anbieten wollen. Ab 2023 verpflichtet das deutsche Verpackungsgesetz, Gastronomen Essen auch in Mehrweggeschirr anzubieten. Das bedeutet doch, dass alle sich nach dem Gesetz richten müssen. Und das wird doch eigentlich schon mal ein Erfolg, oder? Leider nicht, weil es gibt eben noch ein ganz großes Schlupfloch. Die Unternehmen werden jetzt zwar verpflichtet, wenn sie Kunststoff-Einwegverpackungen anbieten, gleichzeitig auch Mehrwegalternativen anzubieten. Aber was wir jetzt beobachten können, ist eben, dass es zunehmend eine Verschiebung gibt auf alternative Materialien, Pappe, Papier, Palmblätter. Und dann sind auch diese ganz großen Unternehmen natürlich ausgenommen und müssen keine Mehrweglösungen anbieten. So wie McDonald's. Der Konzern fährt seit Jahren große Werbekampagnen zur Nachhaltigkeit, rühmt sich auf seiner Homepage dafür, Müll zu reduzieren. Dabei setzt McDonald's auf dünnes Wickelpapier aus Grasfasern. Graspapier klingt erstmal gut, aber Graspapier besteht ja eben nur zu 30-50% aus Gras. Der Rest ist eben Zeltstoff aus Frischfasern oder auch aus recyceltem Material. Und dann muss man natürlich grundsätzlich sagen, alle diese alternativen Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen produziert werden, die haben natürlich gar nicht so eine tolle Ökobilanz, wie das suggeriert wird. Weil da wird Energie verbraucht, da wird Wasser verbraucht, um diese Produkte herzustellen. Und man benutzt die ja nur ganz kurz. Und man möchte sich dadurch natürlich auch aber ein grünes Image geben. Man möchte zeigen, wir sind die Guten, wir kümmern uns um die Umwelt und dem Verbraucher auch weiterhin ein gutes Gewissen geben. Das ist doch eigentlich klassisches Greenwashing, oder? Ja, das kann man als Greenwashing bezeichnen. McDonald's entgegnet: Bei der Herstellung der Graspapierpackungen benötige man weniger Energie und Wasser als für herkömmliches Papier. Gründe hierfür sind die einfachere mechanische Verarbeitung von Gras im Vergleich zu Zellstoff. Was müsste denn passieren, um dieses ganze Verpackungsproblem anzugehen und in den Griff zu kriegen? Es ist natürlich auch wichtig, dass die Politik eben auch die Rahmenbedingungen für Mehrweg setzt. Weil Unternehmen müssen ja auch die Sicherheit haben, wenn sie jetzt in Mehrweg investieren, dass das dann auch sich lohnen wird und sie die Sachen dann auch wirklich verkaufen können. Und Unternehmen müssen verpflichtet werden, Mehrwegverpackungen anzubieten, egal was für eine Art von To-Go-Verpackung sie sonst anbieten. Ja, also das darf nicht nur auf Kunststoffverpackung reduziert bleiben. Wir fragen das Bundesumweltministerium, soll beim Verpackungsgesetz nachgebessert werden? Derzeit fände eine Prüfung des Gesetzes statt, aus der sich neue Handlungsoptionen ergeben sollen. Ministerin Lemke habe wiederholt signalisiert, dass sie Mehrwegverpackungen weiter etablieren will. Doch das kann noch Jahre dauern. Um die Müllflut in den Griff zu bekommen, ist also Eigeninitiative von uns Bürgern gefragt. Unser Fazit: Essen to go kann schädlich sein. Viel gesünder ist es selbst gemacht und oft auch billiger. Das schützt nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Umwelt. Hat euch unsere Doku gefallen? Dann könnt ihr hier gleich weitere spannende Dokumentationen von unserem Kanal anschauen. Und hier haben wir weitere Videos zum Thema. Und wenn euch Marktcheck gefällt, dann könnt ihr uns sehr gerne hier abonnieren.